Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kolja Akastus und Wolfenstein New Order. Ja, war mal Versuch wert. Ja, wir sind hier im Gefängnis, haben bereits schon einen Oberstleutnant Messer gekillt. Glücklicherweise haben wir dadurch ein Messer gekriegt. Jetzt sind wir dabei, in die Zellenblock B6 zu kommen, um dort eine Energiequelle zu finden für Seth. Komm ich, Seth, sag mir was. Ah ja, Stargate. Ha. So, das weiß ich natürlich. Nee. Ich wollte zwar gerade sagen, jetzt weiß ich nicht, wo ich lang muss, aber stimmt ja gar nicht. Ich weiß es ja. Was ist denn hier? Eine offene Tür? Doch alles Mögliche. Das sind wir, das Kommandogebäude. Ja, hehe. Ihr seid mir ja schlau. Gut, ein Baugerüst. Baugerüste sind immer praktisch. Denn da kann man so schön hochgehen. Und dann das Ganze von innen infiltrieren. Irgendwo klingt gut. Du hast mich nicht gesehen. Verdammt, ich habe keinen Wurfmesser mehr. Hier ist doch keiner. Ist der blöde oder? Kann der nicht hier raus? Machen wir es da rein noch. Jeder wird hier bedient. Keine Sorge. Standen sie alle drei hier rum. Na, zum Glück nicht der Hund. Hey, ich will das Messer haben. Mein Messer. Blöder Hund, gib mir mein Messer. Geht doch. Schöne Sache, jetzt haben wir wieder zwei Messer. Hehe. Das ist gut. Nein, danke. Kein Hundefutter jetzt. Ich mache gerade eine Diät. Ah, Leitartikel, Widerstandszelle aktiv.
Berlin, 7. November 1960. Viele von uns dachten, dass die Terroristenzelle in und um Berlin herum nach einem halben Jahr der Inaktivität endlich ausgelöscht wäre. Doch seit der Flucht eines wichtigen Mitglieds des Widerstandes vor einigen Wochen deuten beunruhigende Ereignisse in letzter Zeit auf eine Reaktivierung von Zellen hin. Die enthauptete Leiche eines hochrangigen Kommandanten unter General Strasses Befehl wurde erst vor 2 Tagen auf dem Grund eines Flusses in der Nähe des polnischen 1, 2, 3, in der Nähe der polnischen Stadt Gdynien entdeckt. Was ist denn das für ein Name? Waren die 6 Monate des Friedens vielleicht nur die Ruhe vor dem Sturm? Ja. Definitiv. Oh, Badezimmer. Ah, oh, nee, nein, den brauchen wir gerade nicht. Oh, Verzeihung. Da denkt man eigentlich, hier gibt es mehr Wachen. Nein. Die fühlen sich sicher in ihren Gefängnissen, ne? 3 Männeln. Da ist einer. Hier ist keiner. Messers Scheide. Komm her, ich mach dich platt. Wer hat's gesagt? Hä? Ach, du doch. Was hast denn du gedacht, dass ich hier kein Messer werfen kann oder was? Ich habe geredet, ich habe trainiert. Haha. Gut. Hier geht es noch weiter in den Keller. Wir wollen uns aber hier noch ein bisschen umschauen. Kaffee, ja? Hier ist nix. Ja, aufs Klo können wir natürlich wieder nicht. Was soll's? Halt, Datenblatt. So, interessant. Jetzt haben wir hier 2 Wege. Entweder machen wir da hinten runter oder hier runter. Ich mache mal hier runter. Hoppala. Ich sag mal. Jetzt. Wurfmesser. Alle 3 Messer geworfen. Super. Ich will ja nicht die Rüstung, ich will das Messer. Geht doch. Ah, langsam kriegen wir es hin mit den Messern. Also den fliegenden Messern. Oder? Ich muss sagen, das läuft gerade ganz gut. Aha. Dann werden wir auch hinten runter können.
Oder hätten wir ja den das eine sammelbare Objekt nicht mehr gekriegt. Ach, na schön. Haha! Idiot! So, wo ist denn das zweite Messer gelandet? Na nö, wie sind das? Ah, da hinten! Mann, war das ein guter Wurf! So, und Hilfe, Schlag abgekriegt. Ein Saboteur! Doch woher kenne ich den bloß? Der kommt mir auch bekannt vor. Ja, der Nachtzug. Du hast recht. Seinem Abzeichen nach ist der Amerikaner und Anarchist, hm? Ein Amerikaner? Gut. Sofortige Liquidierung von ihm und allen Insassen von Block 4. Das sollte eine eindrückliche Warnung sein für all die Schweine, die an einen Aufstand gedacht haben. Alarmieren Sie, Herrn Faust. Dabei muss ich nicht zusehen, oder den Gestand dieses Ortes. Mach, was du willst. Was hast du dir dabei gedacht, du einfältiger Idiot? Aua! Scheiß Rohrstock! Bin noch nicht in der Schule! Frau Engel! Haha! Hey, Frau Engel! Oh! Ach gut. Die sah irgendwie sympathisch aus. Setzen Sie sich, großer Mann. Jetzt befreien wir die anderen. Verstanden? Wir gehen ins Lager. Öffnen die Garage, dann klauen wir ein Fahrzeug und durchbrechen die Tore. Los! Was, klaut ein Fahrzeug? Reicht das Fahrzeug nicht? Jetzt kommt Papi! Na, gehst du wohl blöd? Da di da da di da di da di da da da. Haha. Na.
Geht doch. Na, wer hat hier was zu melden? Immer diese Ladehemmungen. Na, was bist du für ein Kleiner? Ach, immer dieses Laden. Aus ich hoch. So, reicht es? Na, dann mach doch. Ist mir wahr. Aber will er mich verarschen? Herr Blaskowitsch, stecken Sie mich auf dem Dach ab! Ich gehe in die Garage und öffne die Tore! Na, dann mach doch! Herr Blaskowitsch, stecken Sie mich ab! Ich will hier absteigen und die Tore öffnen! Na, tu das doch verdammt nochmal! Oder soll ich noch was Besonderes machen? Hä? Ah, Moment. Mein Gott. Oh oh. Ich glaube, es geht los. Ja. Wir kommen genau richtig. Ich bin in den verdammten Zweier. Na. Mehr habt ihr nicht drauf. Natürlich, ich bin doch schon da. Oh oh.
Autsch. Da ist jemand sauer. Über Jahrtausende war absolute Geheimhaltung unser oberstes Gebot. Was wollen Sie tun? Beten, oder? Nein, nein, mein Kind, wir beten nicht. Wir erfinden Dinge, verstehen Sie? Die Technologie, die die Dati-Shoot entwickelt haben, ist allem, was Sie jemals gesehen oder sich vorstellen können, um Jahrhunderte voraus und hochgefährlich in den falschen Händen. Das Regime hat unser Versteck gefunden, unsere Geheimnisse gestohlen und damit den Krieg gewonnen. Alles, was sie erreicht haben, einfach alles basiert auf unserem Wissen. Aber es gibt nicht nur ein Versteck. Wir haben hunderte davon an den geheimsten Orten auf der Welt. Hunderte, manche klein und provisorisch, wie das vom Regime entdeckte. Andere groß und bis oben hin vollgestopft mit Wissen. Unglaublichen Erfindungen, Dingen, die ihnen wie Magie vorkommen würden. Nun, ich kann sie an einen solchen Ort führen, aber es wird nicht leicht. Was brauchen wir? Das Versteck, das ich meine, liegt tief im Atlantik. Wir brauchen ein U-Boot, das extrem tief tauchen kann, das ist alles. Ein gottverdammtes U-Boot des Regimes stehlen? Das wollen Sie? Sind Sie völlig übergeschnappt? Ich weiß, wo wir eins herbekommen. Aber damit es klappt, muss das Ding hier funktionieren. Kriegen Sie das hin? Madame, ich bin ein Ingenieur der Dati-Shoot. Sowas kann ich im Schlaf. Gut. Wir bräuchten daran auch noch ein paar zusätzliche Modifikationen. Ich werde die Details für Sie notieren. Blaskowitz, Sie helfen ihm dabei, ja? Natürlich, was sonst? So. Dann müssten wir das doch so machen. Ah, Schweißgerät finden. Herr Blaskowitz, ich bräuchte noch ein Schweißgerät. Bitte.